unser heutiges Hohenlohe-Erlebnis sind wir im Schloss Weikersheim unterwegs. Wir bekommen eine ganz tolle Führung und das in einer ganz besonderen Art und Weise. Wir sind jetzt 300 Jahre zurückversetzt und nehmen euch mit auf eine Zeitreise. So, ich darf euch ganz herzlich hier bei uns in Schloss Weikersheim begrüßen und möchte euch ganz zu Beginn ein paar Worte zur Geschichte mit auf den Weg geben, denn es ist immer unheimlich wichtig zu wissen, wer hat Schloss gebaut und wer hat hier einmal gelebt. Denn Schloss Weikersheim ist der Stammsitz des Adelsgeschlechts von Hohenlohe. Die Familie besteht noch heute und diese Familie war auch namengebend für unsere wunderschöne Region um Weikersheim herum, die Hohenloher Ebene. Erstmals erwähnt wurde die Hohenlohe um 1200 als Herrin einer Wasserburg hier in Weikersheim. Und den Ursprung haben wir ganz zu Beginn gesehen, nämlich der große, dicke Bergfried, unser großer Turm, dessen Grundmauern stammen tatsächlich noch aus dem Mittelalter, als einst diese Burg stand. 1600 erbte Graf Wolfgang genau diese Wasserburg, wollte aber nicht in einer Burg wohnen, sondern standesgemäß in einem Schloss und das hat er sich bauen lassen. 400 Jahre ist Schloss Weikersheim im originalen Alt und zu dieser Zeit war die Renaissancezeit ganz arg modern gewesen. 1708 kam dann er hier, der Graf Karl Ludwig von Hohenlohe-Weikersheim, nahm das Schloss zu seiner Residenz und ließ die Wohnräume im Barockstil neu einrichten. Denn zwischen diesen beiden Herrschern war der 30-jährige Krieg. Und unser Schloss wurde geplündert, zum Glück nicht zerstört. Also gab es neue Einrichtungen für ihn und seine Gemahlin, die Fürstin Elisabeth Friederike Sophie. Und gemeinsam hatten sie einen einzigen Sohn. Der große Hoffnungsträger für unser doch kleines Weikersheim. Und stellt euch mal vor, der Pechvogel ist im Alter von 28 Jahren vom Pferd gepurzelt und eben gestorben. Und somit erlosch die Linie Hohenlohe-Weikersheim mit dem Tod des Papas 1756. Schloss Weikersheim blieb in Familienbesitz, wurde noch einen Sommer lang von seinem Neffen, der aus Öhringen stammte, bewohnt. Dieses eine Appartement hinter mir dann nochmal renoviert und restauriert im Rokoko-Stil. Und dann fiel es in einen Art Dornröschenschlaf. Es war 200 Jahre fast nicht bewohnt und wurde dann 1967 ans Land Baden-Württemberg verkauft. Dieser prunkvolle und wunderschöne große Spiegel hat eine ganz besondere Geschichte. Er wurde nämlich von Italien über die Alpen getragen in Butterfässern und deswegen auch das Sprichwort alles in Butter, dass er auch heil angekommen ist. Und das Silber, das kam aus Augsburg und man sieht auch hier dann die Wappen und natürlich oben drüber wieder die berüchtigte Krone. Wir stehen hier jetzt im Wohnbereich vom Graf und seiner Gemahlin und in die Richtung, da waren die drei Wohnräume der Frau und in die Richtung waren die drei Wohnräume des Mannes und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also Jule, wir stehen jetzt in welchem Zimmer? Wir sind hier im Vorzimmer der Dame und dann, wenn man hier in die andere Richtung guckt, ist das Audienzzimmer der Dame und ganz da hinten, da sieht man Schlafgemach. Das Schlafgemach. Genau, das Gleiche haben wir auch in der anderen Richtung für den Grafen oder eben für den Herrn. Ja, für den Herrn. Sein Vorzimmer. Ach, sein Vorzimmer. Genau. Und dann kommt sein Audienzzimmer und ganz da hinten wieder sein Bett. Das können wir auch nochmal von ein bisschen näher angucken. Was an diesen Räumlichkeiten so faszinierend ist, ist, dass einfach wirklich nichts verändert wurde. Das heißt, alles, was hier drin steht, ist original. Das bedeutet, vor 300 Jahren, die ganzen Möbel, die Einrichtung, kann man sich richtig reinfühlen. Also hier sind wir in unserem ganz bekannten Rittersaal von Schloss Weikersheim. Der ist 40 Meter lang, 12 Meter breit und 8,5 Meter hoch. Die Deckenkonstruktion, die ist frei tragend und deshalb sind auch keine Säulen hier zu sehen. Es ist einer der wenigen so gut erhaltenen Festsäle, den es aus der Renaissancezeit in Deutschland überhaupt noch gibt.
Denn alle anderen Festsäle wurden unter den folgenden Herrschern immer wieder modernisiert, ergänzt und erneuert. Vermutlich hätten wir es auch getan, wären wir an die Macht gekommen. Mhm. Auch unser barocker Herrscher, den haben wir ja schon längst kennengelernt, der hat den Festsaal durch ein paar klitzekleine Dinge ergänzt und die zeige ich dir ganz gern. Mhm. Einmal sind es die Ahnen in den goldenen Bilderrahmen zwischen den Fenstern, aber auch stirnseitig. Und natürlich darf sie nicht fehlen, die Dame im roten Kleid, die Kaiserin Elisabeth, und das kleine Mädchen ist ihre Tochter Maria Theresia. Das war die Cousine unserer Fürstin Elisabeth hier bei uns in Weigersheim. Ja, auch der Leuchter ist nur 300 Jahre alt, wiegt 200 Kilogramm und es besteht aus versilbertem Messing. Diese Spieluhr in der rechten letzten Fensternische, die wurde zum Tode des einzigen Sohnes gebaut, der ja hier alles erben sollte und der unglücklicherweise im Alter von 28 Jahren dann vom Pferd gepurzelt und dann an den schweren Kopfverletzungen verstorben ist. Ja. Die rot eingefassten Bildchen, die wir durch den kompletten Festsaal sehen können, die zeigen uns deutsche, aber vor allem französische Höfe und Gärten. Und besonders schön ist zu sehen, hier haben wir Schloss Weigersheim, das rechte Bildchen aus der Sicht von vor 300 Jahren und links das Bild von Schloss Versailles direkt gegenübergestellt, denn man hat den Sonnenkönig und auch das Schloss aus Versailles immer kopiert. Mhm. Und auch die Stoffe wurden übrigens kopiert. Und wenn sie noch so kratzig waren, man wollte sie haben, denn sie kamen ja aus Frankreich, ganz klar. Schick. Genau. Und wie gesagt, auch die Gartenarchitektur hat man kopiert. Und den Garten kann ich dir gern zeigen, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Wir stehen jetzt ja im wunderschönen Schlossgarten. Kannst du dich ein bisschen darüber erzählen, was denn hier damals so alles stattgefunden hat? Ja, also es ist ganz typisch ein barocker Schlossgarten. Das sieht man ganz schön an den symmetrisch angelegten Grünflächen und auch an den Wegen, die jetzt momentan ganz frühlingshaft noch blühen mit den ganzen Tulpen und Narzissen, die unsere Gärtner gepflanzt haben. Und in den Orangerien sind auch unsere Zitrusbäumchen versteckt, die jetzt nach den Eisheiligen leergeräumt werden. Dann kann man sich diese beiden Gebäude mieten zu Firmenjubiläen, Familienfesten, aber ganz klar zu Hochzeiten hier bei uns in Schloss Weigersheim. Genau. Und ganz traditionell der Springbrunnen in der Mitte. Definitiv, der Herkulesbrunnen. So hat sich unser barocker Herrscher fast ein bisschen selber gesehen, wie Herkules halb Gott und halb Mensch eben. Ja. Wir füttern jetzt mal die Fische, so wie das die Damen damals auch getan haben, zu ihrer Freizeitbeschäftigung. Haben jetzt Schloss Weigersheim zu besuchen, kann man sich über Facebook informieren, über Instagram, unsere Homepage oder telefonisch stehen meine Kolleginnen mit Rat und Tat zur Seite. Dieses Jahr haben wir ganz schöne Veranstaltungen noch geboten. Einmal ist es verliebt durchs Schloss und für unsere Kinder haben wir ein Märchenfest im Herbst geplant. Dann haben wir die Eröffnung unserer schönen Gemächer. In Kürze wird es sein und die lebendige Geschichte. Das wird genauso lebendig werden wie heute und jetzt. Was für ein beeindruckendes Hohenloh-Erlebnis. Jetzt kehren wir wieder zur Gegenwart zurück. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.